Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum nächsten Champions League-Spiel meiner FIFA 17 Karriere. Trainerkarriere. Ja, Champions League gegen den FC Porto. Damit geht's jetzt weiter. Renato Sanchez Vertragsverlängerung, na komm schon. Sehr gut. Renato Sanchez möchte sich verbessern. Kriegt er jetzt mehr Geld? Hat, glaube ich, nochmal ein Jahr mehr bekommen. Naja, so, aber spielen gegen den FC Porto auf Legende. Ja, das vierte Spiel, die ersten drei konnte ich ja alle erfolgreich für mich entscheiden. So, und jetzt halt gegen Porto. Auch noch heim, das ist natürlich gut. Wir spielen mal gegen die schwarzen Portugiesen. So, Rotation. Wir sehen Robben für Sané. Wir sehen außerdem einen Hummels, der pausiert. Dafür habe ich ja so viele Reservespieler. So, für Robben nehme ich dann nochmal, oder nehme ich mal den, wo ist er? Fischer. Ah, der ist schon oben. Dann nehme ich nochmal, wen nehme ich nochmal mit hier? Bennett, vielleicht kriegen wir den ja nochmal. Einen möchte ich gerne noch, eigentlich müsste ich Draxler. Aber den brauche ich. Dafür wird Odegaard wieder kommen später. Und, Vidal dann noch für Thiago. So, okay. So, und dann geht's Legende, 6 Minuten Regen. Auf geht's, ab ins Stadion. Ja, okay. Bayern gegen den FC Porto. Ja, Ex-Porto-Spieler ist auf jeden Fall Renato Sanchez. Portugiesen im Team, Sanchez und Ronaldo. Und ich habe dem Jungen wieder nicht die 7 gegeben. Mann, wieso denke ich da nicht nie dran? Wieso denke ich da jedes Mal nicht dran? Manometer. So, wir gehen direkt zum Anstoß hier. Gibt ja eh keine Champs-Sekunde in FIFA. Und bam, auf geht's. Sané kriegt heute die Chance statt Robben. Oha, auf Ronaldo. Der hat ja einen linken. Sané zu weit weg. Ja, Sané könnte ja der Robben-Nachfolger werden. Nur weil er jetzt hier oft spielt, heißt es ja nicht, dass er... Vorteil. Jetzt pfeift er. Nur weil der Leroy oft spielt, ist Sané, heißt das ja nicht, dass er hier auch der Robben-Nachfolger wird, der offizielle. Da kann ja immer noch so ein 100-Millionen-Transfer kommen. So, Kimmich. Vidal hätte ich gerade gerne auf der Außenposition gesehen. Und Sané hat gefälscht. Eckball. Ja, hat er kein Recht in der Sané. Was? Sah abgefälscht aus. Oh, schön. Alaba passt auf. Na, Draxler, nicht so ganz. Und Neuer. Ja, Mann, den hätte er noch kriegen können, der Manuel. Ah, ich drücke auf der Dreieckstaste rum, wie so ein kranker Dreiecksirrer. Und da springt er hin bei so einer Scheiße. So, also mit Porto ist natürlich schon zu rechnen, so ist es nicht. Schön, Kimmich macht mit, hat auch ein wenig Platz. Ja, sind wir noch beim Abtasten? Erstes Champions League-Spiel. Als Champions League-Sieger der letzten Saison will man natürlich den Auftakt auch wieder gewinnen. Vor allem ich.
So, gute Kombination hier. Okay, das sah ja ziemlich Bayern-like aus, so ein bisschen gerade. Müller und nein! Ja, auch ich kann kombinieren. Und dann kam am Ende eine richtige Torschance dabei raus. Schön, Julie. Julie? Wer ist Julie? Und nein! Nein! Julie, Manometer. Oh, Boateng. Oh, 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 der geht ans Aus. Einwurf Bayern, also Porto erweist sich schon als schwierig. Ronaldo. Alaba. Müller lässt sich ein bisschen fallen. Kimmich. So, wo ist die Lücke? Ah, Julian Draxler, etwas harmlos. Aber mal ein Torabschluss. Ja, Müller lauert natürlich, der ist heiß. Hat schon 4 Saisontore erzielt. Martinez, saustark. Ronaldo abgefälscht! Leroy Sané, 1-0 Bayern! Oh, ich dachte schon, wer macht ihn denn jetzt? Irgendjemand muss ihn machen. Und dann war Leroy Sané der Abstauber. Hier, Müller ganz stark auf Ronaldo. Und dann Sané. Also, Ronaldo wird immer stärker. Ja, wenn der Müller abgedeckt ist oder mal als Pass- und Vorlagengeber fungieren muss oder agieren muss, dann machen es andere. So, hier ganz stark Ronaldo. So, wenn man erstmal 1-0 führt, hat man natürlich alle Karten und Trümpfe in der Hand. Eins nur zur Halbzeit, das ist doch schon mal schön. Also, 1-0 Führung, Halbzeit, super geil. Ja, Lockenkopf Sané sorgt für Wirbel. Ah, Draxler, der könnte bald pausieren. So, weiter geht's. So, wir brauchen natürlich... Also wir brauchen heute nicht den ganz großen Moment. Nein, Vidal, Junge! Oh, und Leroy Sané mit... Nein! Ah, der braucht zu lange! Oh, so sicher das 2-0 auf dem Fuß.
Boah, komm schon, da muss man doch wirklich nicht pfeifen. Ah, scheiße. Und Alaba nochmal dazu. Schade. Ja, Alaba ist natürlich mächtig. Starker Jedi. Nein! Da landet der Ball vorm Fuß. Ganz bitteres Gegentor. Hier nochmal. So, und dann kam da Alaba. Oh. Das ist wieder, weil ich ihn versucht habe, rauszuspielen. Oh Mann, so eine unfairen oder eher noch unverdienten. Also. Und auch schon das 2-0 auf dem Fuß gehabt hier. Also. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass das nicht in die Hose geht. Oh, Boateng hinten wird sich ausgeruht. Ah, jetzt kommt er langsam zurück hier, der Jerome. Foul, ja. Gibt's gelb. Gibt hier die erste gelbe Karte, glaube ich, des Spiels. Für den Torschützen Zug. Huyung, Jung. Jule. Oh, Leroy Sané, stark. War auch Glück bei, war auch Glück bei. Latte. Alf Puschenkonter, immer gefährlich. Und Sané dann mit der Latte. So. Snyderlein ist ja verliehen. Bringen wir, ja, ich versuch's trotzdem mit Odegaard. Dann haben wir einen Fischer für Sané. Und dann bringen wir ruhig mal einen Costa für Ronaldo. Ja, den brauchen wir im nächsten Spiel wieder topfit. So, nochmal Leroy Sané. Oh, oh, oh. Martinez, er ist stark und dann lächerlich. Mr. Neuer. Nochmal Ecke. Nee, Abstoß. Super Bock. Da steht's hinten drauf. Super Bock. Ja. Bayern schenkt Porto 3 Punkte.
Was singt er da? Super Bock, 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 Super Bock. Stark. So, Müller, Thomas Müller, 2-2. Er ist wieder da, Thomas Müller. Wie gelangweilt der Polizist da steht. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ja. Oh, Fischer, Junge, geil! Ich spiele hier auf Legende. Ich bin gerade so stolz auf mich. Ich bin gerade so stolz auf mich. Da, wenn der Müller sich fallen lässt, gibt es aber auch Elfmeter, ne? Also, wieder mit links, der Thomas. Also, wow. Das bringt mich zum Grinsen. Geil. Geil, geil, geil. Moral mal anders. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Nein! Ja! Sanchez wäre links gelegen. Ja! Ja! Wie geil! Da gibt es nur eine Reaktion auf diesen Sieg. Da gibt es nur eine Reaktion. Ja. Und Thomas Müller zeigt Bizeps. Und Fischer grandios da über rechts. Wow. Wow. Ja, wow. Wow. Wow, das hat mich geflasht, das Ding. Das hat mich geflasht. Ja, voll im Ernst. Das hat mich geflasht. Puh. So, gucken wir nochmal, gegen Gladbach, Pressekonferenz, ist ja eh egal, wann wir die machen. Nein, nicht Gladbach, Bayern motivieren. Manuel Neuer, wen soll ich denn sonst einsetzen, Mr. Neuer? So, kümmern wir uns mal um die Moral der Mannschaft, Teambericht, ihr wisst es ja. So, oh, Alaba unglücklich, ja, stimmt, der will ja eigentlich weg. Fischer. Costa, unglücklich. Martinez muss auch mehr spielen. Ribéry, ja. Okay. Alaba will natürlich weg, wissen wir. So, wir spielen dann beim nächsten Mal gegen Gladbach. Bis dahin, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.